Yay! Auf in den Keller! Okay, dann holen wir mal das Objekt. Okay, gut. Gucken wir mal. Nein, die sieht natürlich nicht. Erstmal den Bremsbelag richtig einstellen. Hier wurden Bremszüge und Bremsbeläge gemacht. Die Seite zieht gar nicht. Das Rad ist gar nicht richtig drin. Habe ich den Eindruck. Achtung. Was zur Hölle, ey? Mann, warum macht ihr so eine mega Vorspannung? Niemals für ein Kind ins obere Loch. Hier gibt es ja drei Einstellungsstufen bei den Bremsen. Das sind ja diese drei Löcher. Ich weiß nicht, ob man die hier sehen kann. Ich zeige es euch jetzt, wenn ich abgebaut habe. Ich baue jetzt erstmal die Bremse ab. Das geht nämlich mal ja nicht. Ah, hier. Dieser Stift hier, der, ja, der kommt in. Eines dieser Löcher hier rein. Und niemals in das oberste, weil da ist die meiste Spannung drauf. Weil das ist ja ein Kinderrad. Und gegen diese Spannung muss das Kind ja auch arbeiten. Also es muss ja irgendwie versuchen, denn diesen Hebel auch zu ziehen. Boah, meine Fresse, ey. So. Wir nehmen, entscheiden uns für das mittlere. Da ist immer noch genug Spannung drauf. Und normalerweise würde ich bei der Bremse auch sagen, Bremse tauschen komplett. Aber das ist keine Bremse. Das ist ein Stück Plastik mit ein bisschen Metallblech verstärkt. Kann ich nicht wirklich für gut heißen. Aber so ist es. Ins mittlere Loch. Jetzt haben wir ein bisschen Druck aus dem Hebel hier raus. Fühlt sich an wie Schleppscheiße. Ich weiß nicht, was hier los ist. Der Hebel selber läuft ja gut. Ja, er läuft. Aber hier, das läuft auch gut. Aber hier der Bogen. Der Bogen ist durch. Mann, oh Mann, oh Mann, oh Mann. So, haben wir. Also machen wir da einen neuen Bogen rein, weil der Bogen hier, der Bogen ist gebrochen, der ist kaputt. Ja. Seht ihr das? An der Stelle da? Seht ihr den Bruch da oben?
Und dadurch reibt der natürlich massiv an dem Kabel. Und es kann gar nicht leicht laufen beim Bremsen. Es kann einfach nicht funktionieren. Deswegen defekte Bögen sind immer mit zu tauschen. Wenn ihr dann noch so einen Gummipuffer hier habt, der nicht taugt, weg damit. Tut euch das nicht an. Der hier, weg. Der ist gut hier. Das läuft einmal frei. Das läuft gut. So, okay. Okay. Geht viel leichter. So muss das sein. Jetzt müssen wir nur den Druckpunkt ordentlich hinkriegen. Hier, dann müssen wir den Bremsschlag auch noch einstellen. Erstmal hängen wir raus. Hängen den wieder rein. Okay. Jetzt gilt es mal zu sehen, ob das Rad gerade läuft. Wenn das Rad nicht gerade läuft, dann kann man natürlich auch kein gutes Bremsergebnis erzielen. Also muss man, sofern man kann, mit zwei, drei Spannungen von den Speichen versuchen zu optimieren wenigstens. Bremsbelag noch ordentlich eingestellt, gerade. Wunderbar. Und schwupps, die Wups läuft das Ganze. Ist das nicht geil? Was soll man jetzt? Also für das, was es ist, ist jetzt super. Die Seite können wir verkaufen. Die andere noch nicht. Da ist noch irgendwas unstimmig hier mit dem Bogen. Läuft noch nicht gut.
Ja, als nächstes Hinterrad. So sollte sich das natürlich nie anhören, ne? Ja, jetzt kommt er schon. Der Besitzer von dem Kinderrad. Der Besitzer des Besitzers des Kinderrades. 5 Minuten. Na, ja, siehst du? Ach, Achim, ey. Eine Schraube festziehen heißt eine Schraube festziehen. Und zwar die da. Die ziehen wir jetzt noch fest. Und zwar federn wir jetzt wieder durch. Perfekt, zieht sich leicht. Und gut ist so. Kratzt nicht, bremst. Kratzt nicht, bremst. Wunderbar, so muss es sein. Das ist es. Schraube fest. Also beim hinteren Zug war die Leitung zu lang, ein bisschen, und falsch verlegt. Dadurch gab es ein bisschen Reibung und der Bremsbelag, der eine war schief dran. Das darf natürlich auch nicht sein. Jetzt kommt er wunderbar gerade an, alles super, alles toll, alles schick. Es ist das gleiche Material. Das Einzige, was ich jetzt noch zusätzlich verwendet habe, war ein Bogen. Ja.
Diesen einen Bogen musste ich verwenden, weil der hier vorne war kaputt. Der war gebrochen. Deswegen musste ich den Bogen hier verwenden. Und das Schöne ist, der macht noch nicht mal richtig einen Knick hier, dadurch, dass er flexibel ist. Ach Mensch, hier sieht er gar nichts. Na, dadurch, dass er hier so flexibel ist, macht es hier wirklich nur einen Bogen. Also es ist wirklich eine relativ reibungsfreie Geschichte. Funktioniert. Hier eben auch jetzt. Kann man leicht ziehen, auch als Kind. Damit bin ich zufrieden. Das kann raus. So. Ja, machen wir das mal. Nehmen wir das mal raus. Perfekt. Das war das. Bremsanlage muss also immer gut laufen, immer leicht laufen, gerade für Kinder. Also, haben wir. Next, das Wort. Na gut. Ab hoch damit. Mit den Bettschlüpfen. Jetzt bist du fällig.
Hause. Komm mit, Boni. Nicht, dass du da jetzt verschreibst. Was für ein Tag, Haushaltstag. Muss ja auch mal sein. So, das haben wir, das haben wir. Eigentlich wollte ich heute ein neues Video für euch machen, aber ich weiß nicht genau. Ich wollte eigentlich ein kleines Video machen heute und euch das morgen um die Ohren ballern. Ich weiß nicht, ob das was geworden ist, ob das was wird, ob das interessant ist für euch, werden wir sehen nach dem Schneiden. Ich bin sehr gespannt, ob ich da ein bisschen was rausholen kann. Ja, aber ich habe ja letztlich dann einfach nur ein bisschen gearbeitet an dem einen Rad, ein bisschen korrigiert, eine Reparatur, weil auch die präzise Ausführung der Reparatur ist halt auch wichtig, ne? Dass man kann halt auch aus bescheiden schönem Material kann man auch ein relativ gutes Ergebnis rausholen. Also, und da wollte ich da noch mal was dazu sagen zu dem Decathlon Riverside. Und zwar, jetzt sind ja die beiden Herren schon eine ganze Weile gefahren. Also, Nachteile absolut. Der Steuersatz lockert sich permanent. Den kann man festziehen, wie man möchte. Also, wenn man nur richtig, also die fahren ja auch ein bisschen anders, ne? Also, wenn man es ein bisschen belastet, das Material, dann lockert er sich. Der lässt sich partout nicht vernünftig kontern. Warum auch immer, keine Ahnung. Es lässt sich nicht kontern bei beiden Rädern. Ja? Es ist ja nicht so, dass wir das nicht irgendwie nicht in der Lage sind, das zu kontern. Aber lässt sich einfach nicht vernünftig kontern. Wir sind jetzt auch schon 1000 Kilometer gefahren mit den Teilen. Aber lässt sich nicht kontern. Muss eben alle, sagen wir mal, alle 300, 400 Kilometer muss das nachgezogen werden. So ein bisschen. Ja. Wenn man darauf achtet, ist das kein Problem. Kann aber zum Problem werden, wenn man überhaupt keine Checkung hat, überhaupt keinen Plan davon, dann ist das halt doof. Tretlager halten noch, die Pedalen halten noch. Das ist erstaunlich. Also das muss ich sagen. Toll, toll, toll. Was ist noch passiert? Bremsbeläge. Bremsbeläge waren nach 250 Kilometern komplett weggeschmolzen. Ja, bei beiden Rädern. 250 Kilometer, sprich eine Woche. Ungefähr, wenn man ein bisschen fährt. Ja. Dann sind die Bremsbeläge weg. Macht euch dann gut darauf und dann habt ihr auch ein bisschen was davon. Und wenn ihr ganz genau haben wollt, ganz genau wissen wollt, dann macht ihr euch gleich eine vernünftige Bremsanlage drauf und das taugt auch was. Das ist auch was Feines. Ne? Also dann habt ihr ein bisschen Freude. Der Rahmen ist okay. Der ist, was für das, was das ist, ist er okay. Der ist stabil soweit. Der hält das aus. Erstmal bei beiden Rädern bis jetzt. Und alles Weitere sehen wir dann im nächsten Jahr, wenn sie dann weiter drangsaliert werden, jetzt im Winter durchgerockt werden. Man muss sagen, die billigen Teile, die fangen an zu rosten recht schnell und so. Also da haben wir schon, die Kette ist schon arg rostig gewesen und musste relativ schnell nachschmieren an so eine Sachen. Also diese Verschleißteile werden relativ schnell kommen. Und wenn die dann kommen, naja, dann tauscht man sie halt gegen was Gutes und dann hat man vielleicht am Ende irgendwie auch ein ganz vernünftiges Rad oder so. Für den Preis, was das kostet, ist das okay. Muss ich sagen, obwohl man dafür eben keine Räder kauft. Wenn ich losgehe und mir ein Rad kaufen wollen würde, würde ich mir so ein Rad nicht kaufen. Egal, ob es günstig ist oder nicht, ich würde es mir einfach schlicht und ergreifend nicht kaufen. Was ist denn? Gibt's mir nicht. Sie muss es dir aber geben. Lumenspeicher bitte ab und gib es. Das gehört sich so. Ihr habt jetzt beide einen bekommen. Spiel mit deinem. Wenn ich nur, sagen wir mal, ich habe echt nicht viel Geld und ich brauche es auch nur ab und zu, mal wirklich so für gelegentliche Fahrten, so wie jetzt auch in der Beschreibung drin steht. Ja, braucht jetzt so zwei, dreimal die Woche oder was weiß ich, viel zum Bahnhof fahren und zurück. Da ist es vielleicht okay. Dann kann man sich so ein Rad holen. Ja, wenn man wirklich kein anderes Rad in der Nähe zur Verfügung hat, nicht von der Oma, nicht vom Opa, nicht vom Nachbarn, der sagt, hier, nimm lieber mein altes oder so. Das ist alles besser, als so ein Ding zu kaufen. Und da das Geld reinzubuttern in eine Sache, die eigentlich
auf billigste Art und Weise unter ausbeuterischen Bedingungen hergestellt wird. Das muss man dazu sagen. Also wie gesagt, wenn ihr könnt, nutzt die Räder, die schon vorhanden sind auf der Welt. Das sind genügend, das sind Millionen und Abermillionen, die irgendwo rumstehen nur. Nicht die benutzt werden, sondern die einfach nur irgendwo rumstehen und darauf warten, gefahren zu werden. Und jedes Rad ist mit ein bisschen Liebe besser in Schutz, denn wahrscheinlich als dann so ein Rad. Wenn ihr nun absolut überhaupt nicht habt, keinen kennt und Decathlon Einzelladen ist, den ihr wisst, ne, dann meinetwegen könnt ihr euch so ein Rad durchaus kaufen. Das Geld ist jetzt nicht beschissen angelegt. Es sind einfach nur die Arbeitsbedingungen, unter denen so ein Rad produziert wird zu so einem Preis. Kann einfach nicht funktionieren. Das kann nicht gut sein. Deswegen steckt man da natürlich einerseits im Zwiespalt für den Preis, was es kostet. Hier ist natürlich ein super Ding. Hätte man früher niemals ein Rad bekommen im Verhältnis gesehen, ne? Zu dem Geld, also mit der Qualität, ja, die es dann doch irgendwie hat. Leider Gott, das muss man ja mal so sagen. Das ist ja Wahnsinn. Deswegen, irgendwie ist gar nicht. Soll man es empfehlen, soll man es nicht empfehlen? Ich würde es nicht empfehlen. Wenn ihr es habt, seid froh, so schlecht ist es nicht. Es tut seinen Zweck, nachdem man die Bremsen gerichtet hat und so, ist halt in Ordnung und die Lager dann irgendwann getauscht hat dann und die Pedalen und den Antrieb und der Rahmen ist nett. Das gibt es mal dazu zu sagen. Ja, und ansonsten würde ich mal sagen, sehen wir uns im nächsten Vlog wieder. Ich weiß nicht, wann das sein wird. So, mal schauen. Ich weiß nicht, jetzt im Moment kommen, wie gesagt, ab und zu nur Vlogs einmal die Woche oder so oder je nach Bedarf. Also, macht die Tür, bis dann. Ciao, der Tommy.